Hallo und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zur Castle Story. Der großen Aufraumarbeit. Ja, der Beginnerskeit nervt. Kann ich den nicht irgendwie ausstellen? Hier in den Settings. Ich glaube, das hier dürfte sein. So. Gut, wir sind immer noch mittendrin, statt nur dabei. Mit unserer Großrodung, mit dem Abtragen von Bäumen. So die Frage, weil weiß ich, ist es die Bäume hier oben im Feld oder weiter die hier oben? Ich glaube, weiter die hier erstmal. Nehmen wir dafür den Auftrag. So. Und ja, ich glaube, ich habe überhaupt nicht die meisten fest auf den Bauauftrag fokussiert. Deswegen. Oh! Du bist aber gut an der Kante, aber du wirst abtransportiert. Sehr schön. Dong. Da ist Holz runtergefallen. Also die drei zählen schon mal als Holz. Der Rest leider noch nicht. Ihr solltet dann auch nicht so viele Snowbanner segeln, eher hier runter und gegen die Bäume. Wobei die hier auf, wir könnten auf jeden Fall Snowbanner segeln und hier ein paar Kleid. Da gibt es ja natürlich auch die Bäume, die einfach mal Kerbal Space Program spielen. Alles ist besetzt, alles wird gemacht. Baumstämme werden auch schön platziert. Ich finde es irgendwie schade, dass man Baumstämme nicht mehr hinlegen kann. So könnten wir nämlich auch zwei Baumstämme gleichzeitig benutzen. So müssen wir das dann so halt machen. Also ja, wir verschärfen Bäume in der Erde, damit wir erstens weniger Erde brauchen und zweitens die Bäume loswerden.
da sicherlich einige Organisationen, die ich sehr gerne sehen würde. Gut, die würden auch sicherlich nicht gerne sehen, wie wir hier alles brandroden. Nur um dann eine Burg zu bauen. Naja, Problem ist halt, alles auf dieser Welt ist endlich. Inklusive Bauplatz und Bäumen. Und den Rohstoffen. So, die Hälfte haben wir geschafft für den nächsten Bricktron. Etwas mehr als die Hälfte sogar schon. 58%. Ja, da wuseln die Lichter rum und unser Kristall fühlt sich schon ein bisschen einsam. Ja, hier müssen wir auch noch ein Stück abtragen. Wissen wohin ungefähr? Ich glaube, was bis hierhin. Das dürfte fast schon die Linie ergeben. Also ja, wenigstens ist das hier alles zum Glück recht eben. Also bis hierhin. Und ja, würde ich sagen, füllen wir dann erstmal auf der Seite auf und dann auf der anderen. Wir haben ja zum Glück noch den großen Wald hier oben zum Fällen später. Weil alles andere hier gefällt haben. Also auch das hier und das hier, das hier haben wir noch den Wald. Also ja, Holz dürfte genug da sein. Wie gesagt, Arbeitskräfte fehlen ein bisschen. Das heißt, wenn wir nachher irgendwann 15 Brickturns haben sollten, werden es immer noch nicht genug sein. Da macht ein Baumstamm wieder einen Abflug. Ein Lock. Füttert die Void-Bestie. So, wir sollten dann aber wirklich mal erstmal wieder Holz abtransportieren, weil hier oben liegt ja auch noch welches rum. So, da kommt der zweite Brickfall mit Steinen an. Noch haben wir zum Glück mehr als genug Platz für Steine. So, alle bitte am Bau beteiligen erstmal. Mhm.
Hören wir ruhig. Ja, noch zwei Reitloks mehr machen. Und erst dann, wenn wir kein Bauholz mehr hier haben, fangen wir weiter an, abzuholzen, die um endlich mal den Quarry zu machen, dass wir den Wall, Hügel hier wegkriegen. Ja, und da läuft die schön harmonische Melodie. Wir sind mittlerweile schon 2 Stunden in dieser Partie. Ja, die ersten 15 Minuten habe ich ja damit verbracht, eine Insel zu finden. Wurde jetzt einer der Baumstümpfe hier abtransportiert oder ist er runtergefallen? Baumstamm. Ah ne, da liegt noch ein Lok. Oder? Ne, das ist der da. Can't reach my destination. Schiffen wir sie mal ein bisschen dazu an, sich von da oben zu holen. Noch 2 Stück hier zum Abtransport und dann können wir mit dem Quarry weitermachen. Dich dann noch hätte ich gerne. Tun wir das Ganze ein bisschen micromanagen. So.
Oh, der wird beiden abmachen. Na, noch nicht. Ja, da scheinen sie noch ein paar fest im Boden verankert zu haben. Prozent für den nächsten Brickturn. Sehr schön. Und ja, leider kann ich zurzeit halt nicht so viel kommentieren, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll, außer Brickturn holt Baum, Stamm, Brickturn baut, Brickturn weiß nicht, was er tun soll, Brickturn hüpft. Auch ein Brickturn mit einem Baumstamm. Big Brickturn bauen einen Berg ab. Baumstämme liegen rum. Brickturn kommt angelaufen. So, das kann ich aber noch machen. Da ein paar Lager für Steinblöcke errichten. Dann können wir nämlich die hier, wenn wir die untersten weggehauen haben und die oberen alle auf uns runterbrechen, sie einsammeln und dort auf die neuen Stockpiles packen, dass wir sie wieder zur Verfügung haben. Oh, das ist ein Baumstamm, den man benutzen kann. Ah, sehr schön. Wieder an die Arbeit mit dir. Na, hat noch keiner Lust, die Stockpiles zu bauen. Oh, es werden immer mehr Baumstämme. Da liegt sogar wieder einer rum. Oh, sie sind gebaut. Dann... Blub, Bricks akzeptieren. Du nimmst bitte den da oben, der da wieder rumliegt. Ihr schmeißt die anderen in der Gegend rum. Sehr schön. Genau. Flup. Tschüss, Baumstamm. Aber wenigstens können wir uns den Sonnenuntergang ansehen. Also ja, irgendwie muss dieser Planet ja rund oder so sein, wenn die Sonne untergehen kann.